Oh, du. TSW Steering Wheel. Na ja, du. Grüß dich doch erstmal. Ich bin's, Siggi. Der Dick ist heute nicht im Haus, der hatte was zu tun. Gehäusekönig, soll ich sagen, hat was rübergeschickt. Und zwar das Gerät hier. Und ich bin ja mehr so der Trucker. Nicht so wie der Dicke mit seinen komischen Rennautos da, ne? Oh, ranmontieren hier den Amarillo. Hab mir mal einen frischen Kaffee gemacht. Und dann machen wir mal einen Test. Du, ich bin ja hauptberuflich Trucker. Und das soll ich mir jetzt mal angucken hier, wie das so aussieht. Und dafür gehen wir mal hier in, was ist das denn hier? Wie heißt das denn hier? Europäischer Truck-Simulator. Du, ich reiß mal an den Hobel und dann fahren wir das Ding hier mal schön gemütlich aus. In Position sind wir. Blinker funktioniert. Schön. Hupe geht auch, das Wichtigste. Licht ist an. Na dann mal rein, du. Gehen wir mal auf Achse. Schmeiß mal an den Hobel hier. Wir fahren natürlich jetzt mit einer wunderschönen, wie heißt denn dieses Ding, was hier unten dran hängt hier? Wähle Base. Da kommt so ordentlich Bum-Bum raus. So Bremsenfunktionalität läuft. LKW müssen wir nicht checken. Der Apparat läuft, das kenne ich. So gut, denn mal ein Tau hier. Erster Eindruck ist ja schon mal, ist wie im LKW, du. Wie in meinem Volvo. Das läuft astrein. So, hier vorne sind wir rechts rum. Knöpfe funktionieren auch alle wunderbar, würde ich sagen. Haben einen schönen Druckpunkt. Ist auch wie im LKW. Schön knusprig hart. Du, rüber gucken müssen wir nicht. Wir sind die Größeren auf der Strecke. Da muss keiner gucken. Aber wir müssen mit der Ladung gucken, sonst kriegen wir kein Geld, wa? So, hier. 30. Naja, du, die 5 Plus können wir machen. Das ist ja nicht so teuer, ne? Sagt Chef immer. Griffigkeit ist ja auch sehr schön, ne? Also, das ist ja hier eine Lässigkeit, die man zu Hause mittlerweile hat. Hier müssen wir mal ein bisschen ausholen. Der Hänger ist ein bisschen länger. Dann können wir nochmal hier die sporadischen 5 draufpacken. Du, aber er fühlt sich gut an. Du, schön, schön ledrig. Schön griffig. Alles drauf, was wir brauchen hier. Tempomat, Blinker, Licht ist drauf, du. Radio haben wir auch, aber wer macht schon Radio? Links, rechts gucken müssen wir nicht. Wir sind einfach riesengroß. Du, aber währenddessen wir hier so ganz locker und leger fahren, können wir auch mal einen Schluck Kaffee trinken, ne? Ist ja nun mal die erste Tour heute. Oh, Blinker, warte, machen wir auch. Oh, du, da ist mir doch einer ins Auto reingefahren. LKW, meine ich. Ich glaube, es hakt oder was? Was ist hier schon wieder? Führerschein im Lotto gewonnen? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Oh, so, gucken wir mal, was der Tempomat sagt hier. Blinker haben wir vergessen. Das ist hier das rechte Stärkeren, sage ich immer. Naja, du, wir könnten jetzt auch eine geschmeidige 50 fahren. Kannst du auch machen. Gucken wir mal kurz hier, was wir hier noch so machen können. Wir können die Armaturen alle durchstellen. Das ist doch prima. Das ist doch super. 55 haben wir auf dem Tempo. Ey, wir wollen mehr. Was ist da los? Nun dreh mal auf den Hobel da. 53 hat er jetzt. Kannst ja alles schön in der Mitte sehen. Wir müssen rum, ne? Habe ich gemacht. Du, man soll auch auf die Straße gucken, hat man mir mal beigebracht früher, aber du, das ist schon so lange her. Ha, mein Führerschein ist noch rosé. Für die Leute, die wissen, was das heißt, die wissen, was das heißt. Aber Mann, ist das schön, du. Das ist wie im LKW hier. Kannst du aber mal ganz entspannt einen wegdengeln, du. 80. Jetzt können wir mal durchtreten hier den Apparillo. Aber wird Zeit, dass wir auf die Autobahn kommen, dass das hier mal ein bisschen entspannter wird. Ich kann gar nichts sagen über den Apparat hier durch das ganze Gefahre. Ist ein Gedicht, mit dem Ding zu fahren. Also entspannter geht's wohl mal gar nicht am Schreibtisch hier. Du, so ein Ding würde ich mir sogar noch mit in den LKW nehmen, einfach, weil ich kann. Großartig, du. Das ist wirklich sehr angenehm. Ist auch schön von der Qualität her. Ist gut verarbeitet. Hier knarzt und quietscht nix. Aber ich sag mal, ein bisschen vor's, was könnte ich hier, wie heißt das? Hier dieses Rumble-Bumble-Motor. Das hatten wir früher in der, hier. Bei den Nintendo-Dingers, da war das doch drin. Das könnte, muss ich sagen, könnte ein bisschen fächer und größer und döller sein. Ich glaube, da muss man ein bisschen darauf achten, wenn man so einen Klopper da anbaut, ne? So, im Kreisverkehr müssen wir nicht blinken, aber wir müssen blinken, wenn wir raus müssen hier. Machen wir das doch mal. Ja, nö, du, das war zärtlich. Oh, jetzt, Raum aufs Schiff, das, da bin ich immer ein großer Fan von. Da muss man aber nichts machen. Oh, du, da ist ein Auto explodiert. So, wir müssen hier immer rein in den Apparat, du.
Und der wird uns Dietmar wahrscheinlich erstmal durchwinken hier. Der weiß ja, wir sind die Guten. Was ist jetzt hier? Mach ob den Schied. Sicherheitsüberprüfung. Ja, du guck mal durch, Dietmar. Mach mal dein Ding. Und dann geht's ruf auf der Fähre. Da bin ich aber gespannt, ob wir gleich mal irgendwo auf der Autobahn kommen, dass wir hier mal 2 Minuten haben. Weil ich habe hier noch so eine Notizen gekriegt, die ich euch vorlesen soll, was das hier alles kann. Und ich dachte einfach so, Mensch, der fragte mich, oh, der kannst du das mal machen für mich? Ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich so, ja, was mache ich? Schreib mal auf den Zettel, was ich machen muss. Und ich dachte, ich fahre hier einfach die ganze Zeit nur rum und teste diesen Apparat, ob der denn so wirklich so gut ist, wie er denn ja, sein soll, ne? Und jetzt haben wir den Hut auf hier. Jetzt müssen wir hier eine ganze LKW-Tour machen. Und dann muss ich euch gleich noch den ganzen Kokolores vorlesen hier. Aber wisst ihr, das kann man ja eigentlich auch, wir sind ja, also, ich meine, ich möchte jetzt hier kein Animieren dazu, aber das kann man ja auch beim Fahren machen, ne? So, passe ich da noch rein, ja, ne? Da passe ich doch noch rein. Und man hätte vielleicht ein bisschen später bremsen können, aber du, hinterher ist man immer schlauer, ne? So, wo fahren wir denn hin hier? Geetze. Na ja, hau rein, du. So, da wir jetzt hier in Geetze angekommen sind, dann kann ich euch ja hier mal kurz meine Notizen vorlesen, ne? Also die Qualität, Build-Quality scheint wohl sehr gut zu sein, ne? Die Knöpfe, die gefallen ihm wohl scheinbar auch. Die haben einen sehr angenehmen Druckpunkt. Die ganzen Funktionstasten, die hier dran sind, warte, ich muss mal Blinker am... Sag mal, kann man hier nicht mal in Ruhe vorlesen? Also die ganzen Funktionstasten funktionieren auch wunderbar. Hein hat hier noch mit aufgeschrieben als Empfehlung, wäre wohl eine etwas größere Wheelbase ganz gut, weil Force Feedback ist sonst ein bisschen mau. Also auf R5 ist schon ein bisschen unpraktisch, sagt er. Und dann preislich ist der Apparat wirklich ganz gut angesetzt und Integration in das Software ist auch spitzenmäßig, sagt er. Also im Grunde genommen ist das hier wohl ein ganz schmaler... ein ganz schöner Deal. Eine Sache muss man noch dazu sagen, es ist echt prima, dass Moser scheinbar hier dieses Mount da noch mit dazu gemacht hat, dass man das hier an den Tisch ran machen kann. Und dann hat man auch so gleich den passenden Winkel und das lässt sich wohl alles sehr schön zusammenbauen und an den Tisch anmachen, dass man auch so richtig sitzt wie ein Trager, so, also auf ganz entspannt. Denn hier noch so als Notiz unten drunter, so am Rick könnte es schwierig werden mit der Winkelage. Also wenn man das so vor sich hat, weil das ist hier schon, naja, also das geht so in Richtung Mafia Frisbee 32 cm und ist schwierig. So, wir müssen mal kurz hier abbiegen. Warte, ich komm. Du, warte. Oh Gott. Du, hinten die Ware. Aber endlich sind wir auf der Autobahn. Dann kann ich, nee, du, ist nur ein kleiner Kratzer an der Reifen, ne? So, Ruf auf der Straße, Blinker ist gezündet. So, hier mal ein Tempomat einstellen mit der Knüppelage. 80. Und weiter geht's, ne? So, also, wo waren wir stehen geblieben? Also, am Rick könnte ein bisschen schwierig werden mit Winkel. Also, Schreibtisch ist schon Empfehlung. Außer ihr habt solche Schnellspanner-Dingers. Dann könnt ihr nämlich das schnell mal wechseln, weil... Die Wheelbase sollte schon so einen gewissen, so einen Bogen haben, sagt er. So einen kleinen Bogen. Und denn ansonsten ist das wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein spitzen Ding, weil hier alles drin ist. Es sieht nach LKW aus, also kann ich bestätigen, das sieht wirklich nach LKW aus und das läuft einfach ass rein, ne? Das machst du wieder in die, das schließt du wieder an und lässt den Bums einfach kurz mal durchtingelingen da in diesem, steht hier Moser Pit House. Und dann geht der Apparat. Und dann kannst du damit theoretisch Bus oder LKW fahren und meinetwegen kannst du damit auch ein Schiff fahren. Aber mit Schiff fahren käme ich nicht aus, ne? Da lasse ich mich immer fahren von Karl-Heinz zu. Der alte Kapitän. Naja, aber alles in allem, sagt Hein, ist das hier eine gute Investition. Oh, das ist, also ich sag's, wie es ist, ne? Ich fahre ja nun wirklich sehr viel LKW. Also ab und zu bin ich ja auch mal bei beim Dicken da hinten in diesem Sitz drinne und machen wir so einen ganz entspannten im LKW. Aber das hier ist wirklich nicht zu toppen. Also ich glaube, entspannter LKW fahren kann man nicht. Da gleitest du so ganz entspannt über die Straße. Es hat schon so ein bisschen auch Realität. Ich glaube, wir müssen bremsen. Mit 80 um eine Kurve können eng werden. Ich mach mal Blinker an. Oh du, wir müssen ja nicht gleich übertreiben mit dem Bremsen, ne? Wir müssen ja nicht stehen bleiben und einen Stau verursachen.
Du, grüß dich, Werner. Das war nicht mit Absicht. Ich bin eingeschlafen und Avlitsch, ne? Oh, du, das ist es. Das ist es einfach. Das holt mich richtig ab. Ich sag's, wie es ist. Das holt mich ab. Es kann auch nicht immer alles nach Plan laufen. Aber was nach Plan läuft, ist ja das Gerät, ne? Wenn du das aus dem Cartoon holst. Und dann klatschst du das hier an deine Wheelbase ran. Und dann läuft das Ding ass rein. Das Einzige, was ihr beachten müsst, das werdet ihr dann aber wahrscheinlich auch rausfinden. Da hat mich auch der Digga nochmal drauf hingewiesen. Wenn ihr jetzt hier LKW fahren wollt, ne? Denn, und das hier nicht flackern soll, hier in der Mitte. Was also ich persönlich auch, ich meine, wir fahren hier keinen Rennwagen, ne? Dann müsst ihr da nochmal gucken. Da müsst ihr bei Moser direkt auf die Internetseite gehen und dann müsst ihr euch nochmal DLL runterladen, damit das fusioniert, ne? Also damit das hier in der Mitte auch mal Tingeling macht. Oder ihr seid einfach ganz schlau und lasst das einfach weg, ne? Weil muss ja nicht blinken. Also finde ich, das ist ja hier nicht irgendwie hier, also mit Schalten oder außer ihr habt jetzt hier noch so einen Rührstab daneben für die ganzen Puristen da draußen, ne? Die so ein bisschen hier kurbeln wollen beim Fahren. Ich bin ja mehr so Automatik, ne? Automatik muss knallen. Was ist jetzt hier? Du Schlaftablette, gib mal Gas. Du, aber ich sag's, wie es ist. Sich hier ganz geschmeidig so in den Stuhl reinnimmeln und mal ganz entspannt hier so eine Runde drehen, das ist schon was. Vor allem, weil jetzt hier auch der Winkel so schön angepasst ist und man nicht immer so die Hände nach oben hat und dann hier auch einfach mal so ein bisschen auflegen kann. Das ist schon gut. Oh, Mautstelle, ne? Oh, da müssen wir aber mal ein bisschen bremsen, nicht, dass hier gleich... Na, da haben wir es wieder. Der Wachmeister hat schon wieder Pluspunkte verteilt. So, wir müssen hier mal abbiegen. Schmeiß mal rein, den Blinker. Du, das ist aber auch einfach absoluter Luxus hier, dieser Apparat, ne? Das ist ja Luxus. Mensch, wenn ich mir immer überlege, was wir früher für eine komischen Rührstäbchen hatten, um da zu fahren, ne? Also hier an die Computers früher. Da, wir hatten dieses Pong. Zwei Striche hoch, runter. Mehr gab's da nicht. Oh Gott, wir sind so schnell. Nee, du. Ist es sportlicher. Ist es sportlicher. Du, und heute kannst du dir einfach mal so ein... Von Moser kannst du dir einfach mal so ein LKW-Lenkrad holen. Und dann hast du hier einfach mal, du... Das Erlebnis, sag ich dir. Aber auf ganz entspannt, wie man so sagt. So, ja, mal gucken, ob wir den Apparillo da auch in die Ritze gleich rinkriegen. Das kann ich ja ganz gut, ne? Also hier jetzt nicht, aber das werden wir gleich mal rausfinden. So, Blinker ist Gesetz. Jetzt müssen wir nur noch zweimal rechts abbiegen und dann sind wir da, ne? Na, jetzt steht er doch drinnen, ne? Guck. Ist doch fertig. Ausgezeichnet. Dankeschön. Ich bin auch professioneller LKW-Fahrer im realen Leben. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich mal verkackt habe, ne? Aber was kann man denn jetzt hier abschließend sagen zu dem Apparillo? Du Spitzenapparat, du. Das gefällt mir richtig gut. Ne? Kannst du, ist ja das Übliche, kannst du hier abnehmen und kannst du wieder randengeln. Und dann läuft der Lachs halt sofort. Und dann kannst du hier mal ein bisschen LKW fahren. Die Tastierung hier drauf ist auch geil. Nimm mit den zwei Joysticks hier, mit dem Drehencoder und die ganzen Knöpfe hier. Das ist schon, macht schon Spaß, muss ich sagen. Also das könnte ich mir zu Hause mal öfter geben. Also wenn man so ein LKW-Brummifahrer ist, ist das hier definitiv ein Ding, ne? Du, schön, dass du vorbeigeguckt hast und dir das hier mal reingedonnert hast, ne? Ich hoffe, ich war eine gute Vertretung für den kleinen Dicken. Wenn dir das gefallen hat, schmeiß einfach mal ein Däumchen oben drauf, ne? Und dann kannst du auch noch mal einen Kommentar schreiben, würde ich mich auch sehr freuen. Und du, hier, was ich sagen wollte, die Kanalmitglieder, ne? Ihr seid echt Spitzentypen und Ladies, also Menschen, die das hier unterstützen. Das finde ich echt knallhart, ne? Du, ich wünsche dir was, dass du gut gehst. Vielen Dank, dass du dir das angeguckt hast und bis denn, ne? Wie der Dicke immer sagt. Tschüss.